Hi, my name is Tony Park. I'm an author who writes novels, thrillers set in Africa. And I'm really excited today to introduce my new friend, Maya von Dach, who has kindly agreed to start translating my novels into German. Maya, welcome and thank you. And maybe just tell us what prompted you to contact me and why you think these books should be translated. Ja, Tony, ich freue mich, dass ich deine Bücher übersetzen darf. Für mich waren es Lehrstücke über Afrika und über das Tierleben und überhaupt über das Leben in Afrika. Und ich habe deine Bücher geliebt, gelesen, gehört. Und dann habe ich gedacht, ich möchte meinem Liebsten ein deutsches Buch schenken. Und es gab keine deutschen Bücher von dir. Und da dachte ich, ja, okay, dann starte mal mit Übersetzen. Who do you think these books will appeal to? Ja, ich denke, jeder und jede, die Afrika mag oder sogar liebt, und das sind ganz viele, können mit deinen Büchern nach Afrika reisen, weil ganz viele Beschreibungen darin sind, die jedermann, der Afrika liebt oder noch nicht liebt, weil er es noch nicht kennt, auch mag. We have something of a plan to release the books. The first book is in English is called Ghost of the Past. Tell us a little bit about your translation of this book. Ja, ich denke, die Übersetzung dieses Buches war eine besondere Herausforderung. Geister der Vergangenheit spielt sowohl im Burenkrieg, im Zweiten Burenkrieg von 1906 ungefähr, wie auch in der Gegenwart. Es sind zwei unterschiedliche, ineinander verwobene Geschichten, eine spannender als die andere. Und für die Übersetzung war es besonders schwierig, mit den kulturellen Formen von damals und von heute, mit du und sie zum Beispiel. And next, I believe our second book is going to be this book, which was called The Delta in English, set in the Okavango Delta, but you have decided we should call that Okavango. Genau. Maybe a little bit about this one. Genau. Okavango spielt eben dort, wie es der Name sagt, im Okavango Delta und in der Gegend von Okavango Delta, in Botswana und in Namibia. Und es ist ein Fantasieroman, wie alle Bücher, hat aber auch ganz viel Realität darin und vor allem viel Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. And finally, just tell people about our rather unusual but good commercial deal, how we will work 50-50, but your side of the finances of our little deal. Genau. Ich mag Freiwilligenarbeit und wir haben schon viele freiwillige Projekte mitgemacht, auch hier in Afrika. Und unser liebstes Projekt ist Wildlife Act. Die sind hier in KwaZulu-Natal in Zululand stationiert, in den Parks, und sind dafür verantwortlich, dass die Wildhunde, von denen es nicht mehr viele gibt, gut beobachtet werden, damit sie nicht erschossen werden von den Farmen außerhalb der Parks. Und das bedeutet für mich, dass ich beschlossen habe, die Übersetzungen als Freiwilligenarbeit zu machen und meinen Teil des Verdienstes aus jedem Buch an Wildlife Act weiterzugeben, weil ich so überzeugt bin von ihrer Arbeit. And this won't be the end, there will be more books, yes? Ich denke, da werden mehr Bücher sein. Ich hoffe es. Ich bin jetzt beim dritten, Lautloser Jäger, und es gibt etwa 20 Bücher, vielleicht sogar immer mehr von Tony und hoffentlich alle einmal von mir. Thank you. Ich danke dir, Tony.